Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt ansonsten immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Timelinks und so weiter findet ihr hier. Bei Stuttgart gegen Gladbach habe ich trikottechnisch ein bisschen in die Tonne gegriffen. Ich hoffe, ihr könnt mir das entschuldigen, aber ich glaube, man kann es noch einigermaßen auseinanderhalten. Jetzt aber viel Spaß beim ersten Spiel Wolfsburg gegen Schalke. Der VfL Wolfsburg misst sich mit dem FC Schalke 04 und natürlich sind die Wölfe hier der Favorit. Für den FC Schalke 04 ist der DFB-Pokal aber eine Möglichkeit, ein bisschen aus dem tristen Liga-Alltag auszubrechen. Und die Königsblauen, sie legten gut los. Serdar quergelegt zu Rahman. 1:0, 17. Minute. Der Schock für den VfL Wolfsburg. Man konnte den DFB-Pokaltitel vor einigen Jahren ja nach Wolfsburg holen. Heute wollte man auch diese Titelverteidigung dann irgendwie doch noch wahr werden lassen. Wout Weghorst mit dem Abschluss, mit dem Treffer vorgelegt von Schlager. Aber der FC Schalke 04, vor etlichen Jahren gegen Duisburg hat man sich die Trophäe geholt, also hier zwei Pokalsieger aus dem 21. Jahrhundert. Es wurde ein offener Schlagabtausch. Marc Uth in der 31. Spielminute vorbei an Kun Kastels. Es war tatsächlich ein super Spiel. Das ist Amine Harit, der hier antreibt. Noch in der ersten Halbzeit. Serdar wieder quergelegt und Hoppe mit dem 3:1. Es war nicht zu glauben und der FC Schalke 04 war nicht wiederzuerkennen. Gegen den SV Werder Bremen eine ganz gute erste Halbzeit gespielt, aber dass sich die Wolfsburger so übertölpeln ließen, das war doch überraschend. Und der zweite Durchgang, er sah ganz genauso aus. Wieder der FC Schalke 04 mit Benito Rahman. 4:1. 77. Minute, die Entscheidung in einer Pokalpartie, die man vor einigen Jahren durchaus für möglich gehalten hätte. Aber in dieser Verfassung, der FC Schalke 04, schießt Wolfsburg raus mit 4:1 und das vollkommen verdient. RB Leipzig gegen den VfL Bochum. Bochum in der zweiten Bundesliga ja sehr gut unterwegs, aber die jüngste Niederlage gegen den KSC, die tat dann doch etwas weh und irritierte. Aber man schmiss ja zumindest Mainz raus in der letzten Runde und Leipzig verlor gegen Mainz. Also einfache mathematische Rechnung. Bochum der Favorit? Nein, natürlich nicht. Aber sie machten hier durchaus eine gute Figur. Hier Simon Zoller mal mit dem Abschluss. Defensiv der VfL komplett stabil. Von Leipzig kam in der ersten Halbzeit sehr wenig rum. Zuletzt der knappe Sieg gegen Leverkusen verdient, aber davon war heute überhaupt nicht zu sehen. Bochum auch im zweiten Durchgang die auffälligere Mannschaft. Kopfball Anthony Lozia, der Captain, der vorangeht im DFB-Pokal, auch in der zweiten Bundesliga. Den Kopfball hier trifft er nicht perfekt und das war es mit der regulären Spielzeit. 90 Minuten von relativer Langeweile geprägt. Es war kaum etwas zu holen und RB Leipzig tatsächlich in schwachem Zustand. Schlagbar also für den VfL Bochum, die hier eben auch einen guten Job machen. Und jetzt die Möglichkeit für Holtmann, aber die Fahne geht hoch. Das hätte der Sieg in der Verlängerung sein können für die Bochumer, aber Gerrit Holtmann, der zu früh startet. Und auch wenn wir hier nicht das komplette Spielfeld drauf haben, das ist schon relativ eindeutig. Es ging also ins Elfmeterschießen. RB Leipzig wirklich auf absoluter Sparflamme hat sich das 0:0 hier irgendwie erarbeitet und dann ging es los. Sabitzer setzt den direkt unter die Latte, da ist nicht zu halten. Riemann fehlt, ja rot gesperrt. Jules, der setzt das Ding direkt an den Querbalken. Es musste dann hier Tesche werden, der traf zum 3:1. Leipzig hatte aber alle gemacht und eben Bochum 1 von 3, das ist eine relativ schlechte Quote. Hier die Möglichkeit, alles zu entscheiden für Christopher Nkunku, aber auch der setzt den Ball vorbei. Bochum konnte also wieder anschließen mit Gerrit Holtmann. Er hatte das Abseitstor erzielt, aber den haut er an den Pfosten. Leipzig geht doch eine Runde weiter. Und so richtig verdient ist es natürlich nicht, aber
dass es den Leipzigern im Endeffekt egal. Sie ziehen eine Runde weiter und der VfL Bochum ist raus. Der SSV Jahn Regensburg konnte sich in der allerletzten Sekunde in der Bundesliga noch gegen Darmstadt zu einem Punkt retten. Jetzt zu Gast der 1. FC Köln und die Geißböcke. Sie haben gegen Arminia Bielefeld Kraft und Selbstvertrauen getankt. Und das konnten sie hier bestätigen. 13. Minute das 1:0 bereits für den gelb gekleideten Domstädter. Jan Thielmann kommt da zentral einfach zum Schuss. Nach Rainer hatte das Nachsehen, kam da ein bisschen zu spät und musste hinterher schauen. Der 1. FC Köln hier klar favorisiert und dann zogen sie auch weiter davon in der 34. Minute. 0:2 Jan Thielmann, der einen richtig guten Tag erwischte. Und die Effizienz, die zuletzt Wolf hatte beim 1. FC Köln, übertrug sich auf Thielmann. Köln also im Aufschwung, zweiter Durchgang. André Duda, schöner Pass zu Thielmann, 3:0. Abseits wird aufgehoben vom rechten Verteidiger. Salah müsste das gewesen sein. Und dann wird es natürlich schwierig. 0:3, also eine ziemlich deutliche und deftige Packung für den SSV Jahn, der hier nicht so richtig Schritt halten konnte, aber zumindest dann nochmal nach vorne kam. Opoku zu Becker. 1:3, der Ehrentreffer, 61. Minute. Gegen Bielefeld wurde es für Köln ja am Ende doch nochmal so ein bisschen kribbelig. Auch dort stand es 1:3, lange Zeit, aber Köln ließ diesmal nicht mehr viel zu. Das ist Anthony Modest, der den Ball gleich wieder bekommt. Skiri, Duda, Modest. 4:1, 88. Minute. Der 1. FC knüpft an die gute Leistung aus der Bundesliga an. Kann wieder mal auftrumpfen mit guter Chancenverwertung und schmeißt so den SSV Jahn Regensburg aus dem Wettbewerb. Der VfB Stuttgart bestreitet das Topspiel im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach. Der VfB in den weißen Trikots konnte ja zumindest in der Liga einen Punkt holen in allerletzter Sekunde. Gladbach also auf Revanche aus. Doch die Schwaben machten gut weiter, ja auch gegen Mainz hier zu Hause überzeugen können. Borussia Mönchengladbach 1:1 bei Union auch durchaus zufriedenstellend. 18 Meter Torentfernung, gute Freistoßposition für Stindl. Der trifft aber nur das Aluminium und dann im Nachschuss schmeißt sich González rein. Der hätte durchaus den Treffer verdient gehabt. Diese gute Schusstechnik wird aber nicht belohnt. Nun wieder der VfB Stuttgart. Standardsituation von der rechten Seite und da ist González mit dem 1:0 in der 20. Spielminute, setzt sich dadurch im Kopfballduell am zweiten Pfosten, schlägt er ein, der bleibt von Jan Sommer unbesetzt und das wird bestraft. Noch immer im ersten Durchgang, Borussia Mönchengladbach hier alles andere als geschockt. Florian Neuhaus zu Alassane Plea, der plötzlich völlig frei auftaucht vor Gregor Kobel und nach einer halben Stunde stand es 1:1. Das verdiente Ergebnis, das auch bis über die Halbzeitpause Bestand hatte. Gladbach im Angriff. Der VfB kann kontern. Klimowitz per Kopf weitergeleitet zu González. Wieder raus zu Klimowitz. González, wieder Klimowitz, der wird nicht gehindert und der Schuss von González ist maßgeschneidert. Präzise gearbeitet, der fällt am langen Eck runter, sodass Jan Sommer nicht mehr rankommen kann. Das perfekte Tor für den VfB. Sie kesselten sich auch nicht hinten ein. Noch einmal Klimowitz und diesmal macht er es selbst und er entscheidet diese Partie. Matteo Klimowitz mit dem 3:1 in der 74. Spielminute bekommt zu viel Platz und Borussia Mönchengladbach kassiert hier beim VfB eine 3:1 Pleite, die sie aus dem Wettbewerb manövriert.
Starker Auftritt des VfB, vollkommen verdient. Also damit die Schwaben im Viertelfinale. Jo, das soll es dann mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und adios.